Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Ja, beim letzten Mal hatten wir diesen unschönen Bug im Einkaufszentrum und jetzt sind wir hier in diesem Hotel. In diesem schönen Strandstadt oder was auch immer. Ja, das hier ist irgendwie auch ein Casino. Ja, du bist ein reicher Junge. Oh, das ist die Lotterie. Warum ist das so hässlich rot geschrieben? Das gefällt mir gar nicht. Nee, es passt gar nicht. Ich brauche dich nicht. Oder will ich ein Hotel buchen? Oder... Ich bin 25, hallo? Ja, in diesem Spiel wollten ich... Nee, ich möchte keine Kokosmilch. Ich habe schon welche gekauft. Das ist irgendwie ein Café. Was machst du da? Nee. Ja, komm, mach mal mit dem. Ach so. Nee, das ist mir zu teuer. Sorry. Ja, die Trainerin ist immer noch heiß, also die Arenaleiterin besser gesagt. Kommt mal zu euch an den Tisch. Oh, ihr habt ein romantisches Date. Ja, das schaut immer die da hinten an. Tja, die ist halt blond, sorry. Was? Okay, eigentlich bin ich noch nicht alt genug, aber weil ich ein Trainer bin, kann ich hier rein. Und ich habe noch eine Münztasche bekommen. Wow, alles glitzert und funkelt und... Da kann ich bestimmt meine Preise eintauschen. Ich habe doch gar kein Geld. Was kann ich denn gewinnen? Da muss ich hier rein. Hallo Polizist. Hallo du. Ja, irgendwann werde ich die Automaten probieren. Aber nicht jetzt. Oder? Das haben wir schon, das haben wir schon. Okay, ich weiß gar nicht, was es gibt. Nein. Ein Rauchball. Eine gelbe Flöte. Okay. Sagst du mir? Es sind nur drei Leute am Spielen. Okay. Oh, cool. 100 Coins. Dankeschön. Okay, dann werden wir es jetzt probieren. Ach, das ist das. Okay. Hier gibt es keine Voltoballs drin. Ja, bis ich das Spiel mal verstanden habe. Ein wenig lange gedauert. Es sind überall keine Voltoballs drin. Da ist einer. Dann sollte hier alles okay sein. Nein, doch nicht. Haha, nee, da waren da zwei denn. Okay, das war Fail. Fangen wir nochmal an. Ich habe falsch geguckt. Ich dachte, da wären drei Voltoballs. Dabei waren es nur zwei. Hier sind vier Voltoballs. Dann müsste hier alles okay sein. Das sind zwei Voltoballs. Das heißt, es kann hier oder hier sein. Da auch. Und da ist auch nur ein Voltoball. Das ist die Frage. 2, 3.
Nur müsste noch eine 2 sein. Das wäre da. Gut. Erste Runde geschafft. Jo. Und es wird natürlich immer schwieriger. Hier sind alles nix. Da auch. Da ist auch okay. Eigentlich müsste ich ja nur die Felder, wo 2 oder mehr drin sind. Ja, es wird schon trickiger. Da sind noch 2, da sind auch 2, da sind 3, da sind... Hier sind 3. Okay. Probieren wir mal einfach auf Risiko. Hier müsste irgendwo noch eine 2 sein. Probieren wir es mal. Gut, haben wir es geschafft. Ja, wenn man jetzt in Mathe ein bisschen besser wäre als ich, könnte man das leichter schaffen mit Kombinieren und allem. Aber mir ist das ein bisschen zu kompliziert. Ja, hier sind eigentlich nur einer und Dings. Da glaube ich auch. 1, 2, 3, 1, 2, ja. Eigentlich auch. Da auch. Da auch. Irgendwo müsste noch 2 sein. Da. Nee. Da ist noch ein Hörs, jawohl. Cool. Ja, jetzt wird es mir schon zu schwierig. Ja, hier sind auch nur einer und Dings, ja. Probieren wir mal das da. Ist nur 1, 2, 3, 4. Hier muss noch eine 2 sein. Okay, verkackt. Gut. Ja, vielen Dank. Haben wir das gesehen? Jetzt bin ich wieder auf Level 3. Ach komm, wir hören jetzt auf. Ja. Ja, bis ich das Spiel mal verstanden hat es ein wenig gedauert, aber egal. Okay, da kann ich auch nicht hin. Toll. Einfach zum Glücksspiel machen und das war's dann. Ich soll jetzt da hoch. Das kommt auf selber raus. Was ist da? Ihr seht mich nicht mehr. La 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 la. Hi. Nichts Wichtiges. Ein Hauptquartier. Hallo. Hallo. Du bist ein Ranger. Toll. Ja. Ich bin Kellins Tochter. Bin ich da? Ja, bin ich. Schnappt mich. Ach, das ist mein Dad. Hallo, Dad. Shana, was machst du hier in Beale Beach? Oh, natürlich. Du willst alle Orden verdienen. Was? Du hast schon 2 Ohren? Oh, wie die Zeit vergeht. Also das ist Pokémon. Du fangst die für die Untersuchung von Ernest? Ernest, weißt du? Ernest Bambu, der Professor. Was ist mit diesem jungen Theo? Der ist zusammen mit dir aufgebrochen, nicht? Ja, aber ich war schon immer überall hinter dir hergelaufen. Ich? Ich mach nur meinen Job. Ich passe auf, dass die Leute dem Gesetz folgen.
Und dann noch mit Respekt, Perlen und all das. Pass auf, dass du deine Pokémon immer respektierst. Fang nicht zu viele oder du willst das lokale Ökosystem durcheinander bringen. Was hast du in letzter Zeit so getan? Ah, toll. Ja, viel Glück bei der Arena-Leiterin oder Helanta. Wenn du ihn noch nicht besiegt hast, meine ich. Ja, wir sehen uns, schätze ich. Ja. Tschüss, Dad. Es war ein komischer Auftritt von meinem Dad. Hör zu, vielleicht kann ich dir was zum Mittagessen kaufen. Oh, warte, ich muss arbeiten, sorry. Dad, du bist komisch. Unser Vater ist sehr komisch. Extrem. Kann kaum mit mir sprechen. Was ist los mit ihm? Sehr, sehr komisch. Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass mein Vater noch lebt. Ihr Typen ist immer noch nicht fertig. Okay. Markt waren wir schon. Da ist ein Park. Hier oben ist irgendwas Komisches. Breite dich auf Ärger vor. Ich meine, lass uns kämpfen. Was für Ärger? Du bist ein Angler, hallo? Nee, ich schwimme sogar nur. Adam. Nein, nicht diese Kackpflanze. Ja, Pflanze Boden ist irgendwie ein Kacktyp. Ich glaube, ich werde das dann auch mal versuchen, das mitzunehmen. Das macht mir. Das macht nicht viel aus. Sankab. Oh ja, das tut mir natürlich jetzt jede Runde wieder weh. Wenn das mit Unlicht. Das macht alles nicht viel Schaden. Zauber macht mir viel Schaden. Das ist ein bisschen kacke. Naja, viel heilen tust du dich nicht. Ich hätte meinen Feuervogel. Warum kann er jetzt nochmal seinen Kopf einsetzen? Komm mal her, Feuervogel. Ach ja, es ist ja Sandgrab, hä? Kacke. Ich kann das nicht heilen, weil ich keine Tränke habe und ich auch keine kaufen kann wegen diesem scheiß Bug in diesem Einkaufscenter. Ja, das ist ein riesiger Nachteil. Und down. Was willst du einsetzen? Der Frosch? Ja, der Frosch. Ich hab vergessen, was das für ein Typ ist. Wasserkampf oder so? Oder Wassergift oder. Wahrscheinlich Wassergift. Ich probier's trotzdem mal mit. Ja, das macht nicht viel, aber es hat gekrittet. Cool. Wer, du vergiftest mich. Und down. Level up. Hallo Matrose. Du wirst sinken wie die Titanic. Nein, werde ich nicht. Kommt drauf an, was für Viecher du hast. Drei schon. Ein Körper, du. Viel mehr als Tackle kann das nicht. Und das interessiert meinen Barrel wenig. Nochmal. Und das Credit, cool. Ich mag das kleine Vieh. Ist nämlich wunderbar, wann sich das entwickelt. Nochmal ein Carpador. Ne, da brauche ich nicht auszuwechseln. Komm, ich kann mal ganz lame sein. Oh, Platscher. Ich brauche mal Walzer. Ne, wie heißt das? Na, keine Ahnung. Oh.
Was ist das? Keine Ahnung, was das gerade für eine Attacke war. Flail. Fail falsch geschrieben oder was? Und was war's mit dir? Kommt jetzt wieder die Kokosnuss, dann sende ich nämlich wieder meinen Feuervogel. Ja, die Kokosnuss. Mir hat die Kokosnuss geklaut. Yeah. Tschüss. Ja, ich bin so froh, habe ich jetzt Feuer. Die Musik ist so laut und aggressiv. Bin ich hier in der Arena oder was? Hast du irgendwelche Wassertypen? Ja, den Johnny habe ich. Warum? Weil du den hast, okay. Aber das sind nur Level 18. Au, das tut weh. Das tat sehr weh. Was, warum machst du jetzt das weniger Damage? Das verstehe ich nicht. Nee, das muss ich nicht verstehen. Ich zeig dir meinen Wassertyp. Da. Gefällt dir? Hm? Mir schon. Was ist das Spoon hier schon wieder? Diese kleine Käfer hier, das da. Oh, das kennen wir auch. Regentanz. Ist angefangen zu regnen, dann stampfe ich dich kaputt. Auf den Kopf gebasht. Was ist denn? Ach, ist das denn? Hirnvieh, ja. Nein, ich wollte eigentlich Dings einsetzen. Meine Elektroattacke. Ich sollte jetzt eigentlich mehr Damage machen. Bei Regen, oder? Weiß ich nicht. Nee, es ging leider nicht da. Nicht einschlafen, Johnny. Das schaffst du, komm. Warum macht mir das so viel Damage? Es ist nicht sehr effektiv, aber es macht dir 100 KP Schaden. Gefühlte 100 KP. Wo soll ich hingehen? Was? Der ist ein paar gebratene Carpadors. Später. Ja, wenn du nur Carpadors hast. Na komm. Level 10? Hat er dann irgendein radioaktiv verstrahltes Carpador oder so irgendwie was? Könnte ich mir noch vorstellen. Aber bisher nicht. Ein Garados hast du. Level 10? Ich frag jetzt nicht, warum der ein Garados Level 10 hat, ne? Nein, das frage ich nicht. Ja, du wirst alle deine Pokémon braten. Tu's doch. Da komme ich nicht hin. Ja, falscher Raum. Ich hab's gemerkt. Flower. Was hast du für ein Vieh? Woher ist so ein Vieh? Beiß mich nicht. Ich kann nicht elektrisieren. Bitte stirb nicht. Warum bist du jetzt gestorben? Kacke. Ja, ich glaube, ich muss mich danach zuerst mal heilen. Vor, dass ich irgendwie weitergehe. In die Fresse gekickt. Und jetzt kommt dieses olle Dings. Ja, das. Nein, hier wieder Sandgrab. Ja, kriegt es mich natürlich noch. Irgendwie sind die Trainer viel zu stark eingestellt. Das ist eine Kacke. Kappenhammer. Du oder ich? Du. Ja,
ich muss mich heilen gehen. Ja, du hast einen schlechten Tag, das ist mir egal, ich muss mich heilen gehen. Danach bekämpfe ich auch die da. Raus hier. Na, raus hier. Zum Glück ist das Pokémon Center gerade um die Ecke. So, noch heilen. Ja, bis dann. So, und dann noch kurz hier hingehen. Nicht wieder hoch. Geh noch dahin, wo du eben warst. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.